Handball auf Sport 1. Hey! Präsentiert Ihnen die DKB. Der SC Magdeburg traf auf den HSV Hamburg. Die Rhein-Neckar-Löwen spielten gegen Hannover Burgdorf. Und Berlin musste im Kracher gegen Kiel ran. Der HSV jubelt nach einem Handball-Thriller. Die Magdeburger sind schwer enttäuscht. Es ist schade, wir haben jetzt zweimal in Folge in so kurzer Zeit mit einem Tor verloren. Haben gedacht, dass wir das vom Gummersbach-Spiel wieder gut machen können. Vor allem hier zu Hause, vor super Publikum hier heute, konnten den Sack leider nicht zumachen. Die Anfangsphase ging völlig an den Hausherren in den grünen Trikots vorbei. Der HSV lud den SC Magdeburg hier sogar regelrecht zum Torewerfen ein. Doch Yves Grafenhorst springt zu weit in den Kreis, kollidiert sogar mit HSV-Keeper Johannes Bitter. Eine symptomatische Szene für diese ersten Minuten. Die Gäste verstanden es dagegen, die Fehler des SCM eiskalt zu bestrafen. Adrian Pfahl schließt den Konter erfolgreich ab. Das 5:1 nach nur 5 Minuten. Aber in der Mitte der ersten Hälfte fingen sich die Hausherren wieder. Inzwischen stand es 8:8 und nach 18 Minuten warf Bartosz Jurecki den SC Magdeburg sogar in Führung. Im zweiten Durchgang sah HSV-Coach Chris Jorgo da eine ausgeglichene Partie. Sein Team hier aber mit dem Fehler in der Offensive. Und Robert Weber sorgte mit einem seiner insgesamt 13 Tore für den 14:14 Ausgleich. Wir springen in die Schlussphase. Das Spiel wurde jetzt ruppiger. Auf der rechten Seite läuft Robert Weber dem Hamburger Thorsten Janssen davon. Der weiß sich nur noch mit dem Trikotzupfer zu helfen. Er kassierte seine dritte 2-Minuten-Strafe in dieser Partie. Das heißt Feierabend für den Linksaußen des HSV. Das Spiel blieb natürlich spannend und die Hamburger trafen eine Minute vor Schluss zum 26:24. Torschütze war der an diesem Tag stark aufspielende Adrian Pfahl. Dies bedeutete, die Hamburger nehmen auf jeden Fall Punkte aus Magdeburg mit. Doch wie viele war noch unklar. Die Hausherren probierten noch einmal alles. Doch der Pass wurde abgefangen. Die Zuschauer standen bereits auf, das Endergebnis wurde eingeblendet. Aber dieser Thriller war noch nicht zu Ende. Die Schiedsrichter entschieden auf Freiwurf, die letzte Chance also für den SCM. Doch Jure Nattek scheiterte an der 6-Mann-Mauer des HSV. Die Hamburger gewinnen mit 26:25 gegen den SC Magdeburg und feiern ihren dritten Erfolg in Folge. Die TSV Hannover Burgdorf hatte gegen die Rhein-Neckar-Löwen nur wenig Grund zur Freude. Die Gäste in den grünen Trikots konnten zwar zu Beginn noch mithalten. Joachim Hückerüh trifft hier sogar zur 6:5-Führung für die TSV. Doch Hannover leistete sich in der ersten Hälfte einfach zu viele Fehler in den Offensivaktionen und luden somit die Hausherren immer wieder zu einfachen Toren ein. Stefan Sigor Mansson sorgte für das 8:6 für die Rhein-Neckar-Löwen. Und die Geschichte dieses Spiels blieb die gleiche. Hannover mit einem Ballverlust und die Löwen mit einem schnellen Konter. Patrick Grötzky netzte zur 15:9 Führung. Dies war gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Und auch im zweiten Durchgang hatten die Hausherren alles im Griff. Stefan Kner trifft nach schönem Zusammenspiel mit Ekdal Dürrier. Kner am Ende mit 7 Treffern bester Schütze dieses Spiels. Die Löwen ließen die Partie dann gemütlich ausklingen. Harald Reinkind hier noch einmal mit einem schönen Treffer zum 29:18. Die TSV Hannover Burgdorf konnte auch in der zweiten Hälfte nicht mehr viel dagegen setzen. Die Rhein-Neckar-Löwen feierten schlussendlich einen hochverdienten 32:20 Erfolg. Der THW Kiel findet nach Startschwierigkeiten immer besser in diese Saison. Im Kracher des 8. Spieltages musste der deutsche Meister in Berlin ran. Und die Gäste in den weißen Trikots starteten besser in diese brisante Partie. Juan Canellas traf zu 3 Tore Führung für den THW.
Nach rund 17 Minuten führte Kiel schon mit 7 Toren, aber Konstantin Ikropulo verkürzte hier mit etwas Glück auf 4:10. Die Kieler blieben jedoch entspannt und bauten ihren Vorsprung kurz vor der Pause noch einmal auf 8 Tore aus. In den zweiten 30 Minuten setzte dann auch immer wieder Domagoj Duvnjak die Akzente. Der Kroate am Ende mit 9 Treffern erfolgreichster Werfer dieses Spiels. Auf Berliner Seite konnte in dieser Hinsicht Konstantin Ikropulo überzeugen. Der Berliner kam schlussendlich auf 8 Treffer. Dies endete aber nichts am überzeugenden Kieler Sieg. Der THW gewann in Berlin überraschend deutlich mit 38:27. Die Ergebnisse des 8. Spieltages im Überblick. Die Rhein-Neckar-Löwen feiern einen deutlichen Erfolg gegen Hannover. Der HSV gewinnt den Krimi gegen Magdeburg. Kiel lässt den Füchsen aus Berlin keine Chance. Aufsteiger Erlangen setzte sich gegen Lemgo durch. Göppingen siegt zu Hause knapp gegen Minden. Und der Bergische HC gewinnt gegen den VfL Gummersbach. Die Tabelle der DKB Handball-Bundesliga. Die Rhein-Neckar-Löwen bleiben Spitzenreiter, gefolgt von Kiel, Göppingen und Balingen. Flensburg ist 5. Magdeburg einen Platz dahinter auf Rang 6. Berlin derzeit auf Position 10. Die zweite Tabellenhälfte wird angeführt von Melsungen. Der HSV Hamburg aktuell auf Rang 12. Im Tabellenkeller befinden sich derzeit Erlangen, Lemgo, Friesenheim und Bietigheim.